Gott, du hast unter den Nachfolgern der Apostel im Priesteramt deinen Diener Klaus mit der priesterlichen Würde ausgezeichnet. Darum bitten wir, er möge mit ihnen zur ewigen Gemeinschaft vereint werden durch Christus, unseren Herrn. Aus der Requiem, den Requiemtexten für einen verstorbenen Priester. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Exzellenz, Hofe der Pater Distriktoberer, liebe Mitbrüder, verehrte Trauergemeinde. Tief bewegt umstehen wir die sterbliche Hülle von Hochfernand Pater Klaus Wozzack. Vor 50 Jahren sind wir zusammen ins Seminar in Ekron eingetreten. Er am Rosenkranzfest 1972, ich eine Woche später. So waren wir Weggefährten, Streiter in den Geisteskämpfen der Kirche und arbeiteten beim Aufbau der Priesterbruderschaft St. Pius X. in Deutschland. Ihn hat Gott jetzt am vergangenen Freitagabend in den ewigen Frieden abberufen. Vielleicht lassen die Lebensdaten des Verstorbenen seine Person und sein Schaffen ins rechte Licht rücken. Pater Wozzack wurde am Fest der Apostelfürsten Petrus und Paulus 1938 im Ermland, also in Ostpreußen, in eine katholische Familie hineingeboren. Ein Großonkel von ihm war Prälat der Heiligen Kirche. Bald darauf brach der Zweite Weltkrieg aus, der Vater starb im Feld, die Mutter musste mit den Kindern beim Einmarsch der Russen fliehen und kam hier in den Westen. Nach dem Gymnasium studierte Pater Wozzack zunächst Journalistik, dann Philosophie in München bei Professor Laut. Dort kreuzten sich unsere Wege. Ungefähr zur gleichen Zeit, 1971, reifte in uns die Berufung zum Priestertum. So fuhren wir mit Professor Laut im Frühjahr 1972 nach Fribourg und dienten dem Erzbischof am Sonntag Letare, dem 12. März, bei der Heiligen Messe, bei der der Introitus so lautet: Freu dich, Jerusalem, kommt alle zusammen, die ihr es liebt. Froh überlasst euch der Freude, die ihr traurig waret. Frohlocken sollt ihr und satt euch trinken an der Tröstung Überfülle, die euch quillt. Wie freute ich mich, da man mir sagte, wir ziehen zum Hause des Herrn. Diese Worte wurden für uns Programm und Lebensinhalt. Zwei Wochen später besuchten wir auf Einladung von Erzbischof Lefebvre hin das Priesterseminar Ekon in Wallis. Unser Eintritt nahm feste Gestalt an. Im Oktober wurde er Wirklichkeit. Wegen unserer Philosophiestudien in München wurde uns ein Studienjahr von den damals 5 Ausbildungsjahren geschenkt. So empfing Pater Wozzack an seinem 37. Geburtstag am Fest der Apostelfürsten Petrus und Paulus in Ekon die Priesterweihe aus den Händen unseres Gründers. Seine Primiz feierte er am Fest der Heimsuchung Mariens am 2. Juli in der Pfarrkirche in Hattersheim bei Hochfernand Pfarrer Milch. Noch vor der Weihe hatte der Erzbischof unsere Aufgaben so aufgeteilt. Pater Wozzack sollte sich um den Aufbau des Apostolats in Deutschland kümmern, ich um die Gründung des Priesterseminars in Weißbad südlich von St. Gallen. Durch Gottes Fügung wurde uns im Sommer 1976 eine Haushälfte in der Hohenaschauer Straße 98 in München durch eine Erbschaft zuteil.
So ließ er sich dort nieder. Das erste Priorat der Priesterbruderschaft St. Pius X. in Deutschland war geboren. Ein Ordenspriester von außen schloss sich ihm vorübergehend an, dann auch der Spiritaner-Bruder Vinzenz Löhr. Er besuchte verschiedene Gläubigengruppen in Deutschland, insbesondere in Stuttgart, Hamburg, Lübeck und Regensburg, und fand im Herbst in der Schmellerstraße 18 in München zwei Räume für die Einrichtung einer Werktags- und einer Sonntagskapelle. Die Gemeinde wuchs verhältnismäßig rasch, aber bald zeigte sich, dass Pater Wozzeck als Mann des Geistes und der Studien nicht für dieses Apostolat geschaffen war. Anfang 1978 musste er sich erschöpft zurückziehen, während Pater Bossung und Herr Dr. Storck vom Missionsbischof Blasius Kurz zum Priester geweiht, in München die Seelsorge weiterführten. Nach einer Ruhepause konnte Pater Wozzeck seiner Lieblingsbeschäftigung nachgehen. Er unterrichtete Kirchengeschichte in Eckorn und Salzhofen, führte ab dem Sommer 1984 fast 10 Jahre lang die Seminaristen während des Sommers jeweils für einen Monat nach Rom, um die ewige Stadt kennen und lieben zu lernen. Zitat: Er hat uns viel vermittelt, sagte dieser Tage ein Mitbruder, einer seiner ehemaligen Schüler. Ein anderer fügte hinzu: Ich habe Pater Wozzeck immer geschätzt. Seine Gesellschaft und die Unterhaltungen mit ihm waren oft sehr lebhaft und waren nie langweilig. Er hatte einen außergewöhnlichen Charakter und eine Idiosynkrasie, die ohne Zweifel den nicht immer leichten Lebensweg erklären. Zitat Ende. Er liebte es, die französischen Seminaristen in der Frage zu necken, ob Elsass-Lothringen zu Frankreich oder zu Deutschland gehöre. Die Verbundenheit mit dem ewigen Rom, der Besuch der Gräber, der Apostel und der Märtyrer, das Gebet an diesen, die Begeisterung für das Heilige Römische Reich, verwurzelten sich immer tiefer in seiner Seele. Ab Anfang der 90er Jahre hatte er verschiedene Seelsorgstationen inne. Das Mädchengymnasium in Schönenberg, das Priorat München, die Karmelitinnen in Schäbra in der Schweiz, das Distrikthaus Jaidhof in Österreich, das Priorat Stuttgart und auch den damaligen Karmel in Brienenwald. Er galt als hervorragender Beichtvater. Zitat: Seine Beichtzusprüche ließen einen fast abheben, schrieb mir vor wenigen Tagen eine Gläubige. In besonderer Weise durchdrang in Hamburg, seiner letzten Seelsorgstation, die verklärende Gnade Gottes die Altersmilde, wobei ihm als Beter der Rosenkranz besonders lieb und teuer war. So strahlte er auf die Hamburger Gläubigen eine große Güte aus. Hier das Zeugnis einer Frau, die sich in besonderer Weise in dieser Hamburger Zeit um ihn kümmerte. Zitat: Schon die letzten Monate haben mir seine wertschätzende Art, seine Freude, sein Lachen und der Schalk in seinen Augen gefehlt. Seine Wertschätzung durfte jeder erfahren, der ihn kannte. Seine Bücher und jedes geschriebene gute Wort waren ihm heilig. Briefe, Karten, Vorträge, alles hatte Platz. Nicht nur auf dem Dachboden, sondern vor allem in seinem Herzen. Was mir bleibt, ist die dankbare Erinnerung an einen Menschen, der alles gegeben hat, meine Seele zu heilen und die der anderen. Die Begegnungen mit Pater Wozzeck sind ein großer Schatz in meinem Leben.
Sie waren immer ehrlich und ohne Umschweife. Er sagte die Wahrheit und konnte sie auch gut vertragen. Ich habe den Pater nie als schwierig empfunden, sondern ausschließlich als eine große Bereicherung auf meinem Lebensweg. Soweit dieses Zitat. Am 30. November letzten Jahres siedelte er ins Seniorenheim Weihungszell über, wo er die Heilige Messe aufgrund physischer und psychischer Schwäche nicht mehr zelebrieren konnte. Am späten Abend des 6. Mai, dem Jahrestag der Aufhebung der Bruderschaft dem Buchstaben nach, hat er seine Seele Gott zurückgegeben. In Pater Wozzeck verlieren wir für unsere Bruderschaft eine ehrwürdige Priestergestalt. Und mit Ergriffenheit tragen wir ein großes Stück Gründungsgeschichte der Priesterbruderschaft St. Pius X. in Deutschland mit ihm zu Grabe. Wir wollen die Seele unseres Mitbruders, der Mutter der Barmherzigkeit, anvertrauen und sie bitten, ihm Jesus, die gebenedeite Frucht ihres Leibes, als Lohn für alle Mühen auf dem irdischen Lebensweg zu zeigen. Lieber Pater Klaus, bitte du jetzt an Gottes Thron für die römische Kirche mit dem Papst, für die Priesterbruderschaft St. Pius X., für all deine ehemaligen Schüler in Kirchengeschichte und für all deine Beichtkinder. Wir aber wollen fürbittend für dich beim lieben Gott einstehen, damit du, sollte dich noch irgendeine Kette im Fegfeuer zurückhalten, bald in die himmlische Glorie aufgenommen werdest und teilhabest an der Feier der Liturgie des Himmels. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.